Rocco Reitz und Torben Mösel sind zurück im Borussia Park. Beide Spieler kehren aus Belgien zurück und werden sich während den nächsten Wochen bei der Borussia fit halten. Sehr gut, wieder zu Hause zu sein. Belgien war auch schön, da wo ich gelebt habe, aber nicht so schön als die Heimat. Die Familie wieder zu sehen, die alten Gesichter wieder hier im Verein zu sehen. Mein zweites Zuhause, sehr schön. Ja, schön. Also gewohntes Umfeld, man kennt die Leute hier. Ich habe mich sehr gefreut, wieder herzukommen. Rocco konnte beim belgischen Erstligisten Sintrooy die Spielpraxis sammeln, wobei Torben bei der KAS Eupen seine Qualitäten unter Beweis stellte. You think you better, well, you gotta show that. Reitz erzielte in 24 Pflichtspielen 2 Tore. Das war halt das ganze Jahr war eine Lernphase. Die Startelf-Einsätze, da wurde einfach die Trainingsleistung belohnt. Und dann war ja auch die rote Karte drin, die dann auch zurückgenommen wurde. Aber ich glaube, intern ist es nicht so ganz angekommen. Aber trotzdem finde ich, dass sich die Spiele gelohnt haben und die Einwechslung auch, dass man mal von der Bank kommt, mal neue Impulse setzen kann. Mit 19 ist das schon nicht schlecht, in der ersten belgischen Liga zu lernen. Mösel absolvierte im zurückliegenden Halbjahr 10 Pflichtspiele. Ja, ich hatte eine sehr coole Zeit gehabt. Hab sehr nette Leute kennengelernt auf und neben dem Platz. Sehr nette Teamkameraden gehabt, auch ein paar, die Deutsch sprechen. Das hat es für mich ein bisschen einfacher gemacht. Aber ja, im Großen und Ganzen war die Zeit dort eigentlich ja, ganz schön, ganz cool gewesen. Für beide Spieler war es vor allem eine lehrreiche Zeit. Ja, vor allem neben dem Platz sehr viel. Dass wenn es mal jetzt nicht so läuft, wie man sich es vorstellt, oder der Trainer und der Spieler mal anderer Meinung sind, dass sie sagen, ruhig bleiben, kühlen Kopf bewahren und einfach das Ding durchziehen. Ich glaube, das war schon so das, was ich am meisten da gelernt habe von den Jungs. Mösel konnte vor allem viel vom bosnischen Stürmer Smail Previak lernen. Ehemaliger Spieler bei RB Leipzig. Besonders von ihm konnte man seinen Abschluss, sein Formtor, ist ja schon eine Granate. Also wenn er von 10 Bällen 9 macht, ist das schon super. Aber auch seine Ruhe am Ball als Stürmer mit einem Gegner im Rücken zum Beispiel, das kann man von ihm lernen. Das habe ich auch versucht umzusetzen. Generell so von den älteren Spielern die Ruhe am Ball. Das fehlt mir noch so ein bisschen, weil ich oft das eine oder andere Mal ein bisschen hektisch bin. Deswegen hat mir das ganz gut getan, von den 2, 3 Spielern dann ein bisschen was abzugucken. Ja. Beide Spieler sind für die letzten 4 Spiele nicht spielberechtigt. Sie haben sich jedoch beide konkrete Ziele gesetzt. Ja, ich halte mich jetzt erstmal einen Monat hier fit, bis zum Sommer, weil Spielberechtigung habe ich ja leider nicht. Und dann gehe ich in die Sommerpause und komme mit vollem Elan zurück und wie gesagt, will mich wieder hier durchbeißen und durchsetzen, um mehr und mehr Bundesligaspiele zu sammeln. Ja, also in erster Linie ist mein Job hier zu trainieren. Spielen darf ich ja leider nicht mehr. Deswegen heißt es hier im Training einfach Gas geben, dem Trainer zu zeigen, dass ich in Eupen in Belgien was mitgenommen habe, dass ich was gelernt habe und dann ja, das Beste aus dem Training rauszuholen und vielleicht auch hier und da nochmal ein Zeichen zu setzen, dass ich unbedingt will, dass ich spielen will. Thank you.